Zeit für Anime in dem Nerdquiz. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir geben uns einmal einen Selbstapplaus hier beim Nerdquiz. Ich finde es sehr schön, wenn das Kandidatenfeld nochmal auf das neu angepasste Intro achtet, was da für Anime-Referenzen drin ist. So ein da gehört. Habt ihr irgendwas erkannt jetzt hier gerade? Ich möchte es eigentlich nicht erwähnen, aber da war, glaube ich, irgendwie so ein Edit, Mimimi oder so, das geht 5 Minuten. Aber ich möchte mich weiter nicht dazu äußern. Okay. Äußere dich mal nicht dazu. Ich überlasse das natürlich alles den Leuten in der Grafik, die das hier dementsprechend anpassen. Aber wir sagen einmal schönen guten Tag und herzlich willkommen an alle Zuschauer da draußen. Es geht weiter mit der neuen Staffel des Nerdquiz Special Editions mit monothematischen Themen. Ich darf mal wieder euer Gregor sein, aber ich bin nur ein kleiner Teil des Ganzen, denn wichtiger sind die Kandidaten, die hier sind. Und ihr seht vielleicht ein vertrautes Gesicht, wenn wir darüber gehen, aber auf dich gehen wir gleich ein. Lieber Wirt. Aber wir haben neue Gesichter, die bisher noch nicht da waren. Julina, schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Kannst du dich einmal vorstellen, bitte? Genau, ich bin Julina, bin eigentlich von Haus aus Psychologin, aber auch riesengroßer Anime-Fan und mache das auch mit Wirt tatsächlich kund in unserem Podcast, dem Nani Anime Podcast, wo wir regelmäßig über Anime sprechen. Ja, kann man ja einmal drauf nochmal gesondert hinweisen. Ja, Podcast mit Erfahrung ist ja immer schön und gut, wenn Leute dann dabei sind, die sich in ihrer Leidenschaft mal ausleben können. Was haben wir für Anime-Podcast zusammen? Also jetzt nicht regelmäßig, aber wir haben im Plauschangriff ab und zu mal ja mal wie jetzt. Wir hatten Dragon Ball gehabt, wir haben RTL 2 Serien gehabt, wir hatten Samstagnachmittagsfernsehen. Sonntagsfernsehen, da liefen ja auch mal Anime ab und zu. Man sollte denken, wir haben die ganze Zeit nur Fernsehen geschaut. So sieht es aus. Ja, naja, so habe ich Deutsch gelernt. Ja, aber checkt es gerne aus. Man kann euren Podcast Nani, da habe ich auch mal ein bisschen Power dahin gepackt, da hören. Aber ihr seid als beide nicht einzige da, sondern wir haben in unserer Mitte jetzt Raffi. Schön, dass du da bist, Raffi. Kannst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin Raffi. Ups, ich mache den Tisch fast kaputt. Das ist so gebaut. Ah, okay. Ich mache Anime-Videos schon recht lange auf YouTube, 6, 7 Jahre. Ich mache alles Mögliche, fasse Serien zusammen, erkläre Inhalte, warum das so und so ist. Und stream auch auf Twitch ab und an und reagiere auf so neue Sachen, was so im Anime-Kosmos abgeht. Genau, ich habe kurz mal bei dir reingeschaut. Also Leute, checkt den YouTube-Kanal gerne aus. Ich glaube, es ist fast mehr, wenn du uns bewirbst, als wenn wir dich bewerben. So von den Abozahlen aus her. Aber wir sind mal gönnerhaft und packen einen Link zu dir mal hin. Doch ein paar Handvoll Leute mit da sein können. Aber ich finde es super, dass wir gerade auch mal ein bisschen spezifischer in ein Thema eintauchen können und Leute, die die Anime-Leidenschaft teilen, seit vielen, vielen Jahren mal hier in dem Quiz hier mit dabei sein können. Ihr da draußen habt ja auch immer gerne mehr Anime hier haben wollen. Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon so ein Anime-Special machen, müssen wir gucken, wie breit wir das Thema fächern, weil es gibt so viel mittlerweile auch dank Streaming-Services, dank Crunchyroll und anderen Sachen, wo man auch offiziell einfach an brandneue Serien herankommen kann. Ich gehe in ein Comic-Geschäft und ich werde erschlagen von 5000 Mangas, die ich jetzt auch noch mal, die interessant aussehen, die ich gerne lesen wollen würde. Ich habe gesagt, wir einigen uns in der Runde hier drauf. Das Thema ist ganz groß übergreifend RTL 2 Animes. In dem Hintergrund, da RTL 2 für viele Jahre ja quasi so ein bisschen die Nachmittagsanlaufstelle Nummer 1 gewesen ist. Und wir sind natürlich alle aus unterschiedlichen Altersklassen, aber die haben ja 30 plus Jahre. Ich denke mal, heute wahrscheinlich auch noch, ne? Viele der klassischen Animes gesendet. Habt ihr viel aus dem deutschen Fernsehen aufgenommen, was die Animes angeht? Bei dir weiß ich das wie. Ne? Also tatsächlich, ja, das war für mich irgendwie auch schon in der Kindheit. Ich kam nach Hause, hab den Fernseher angemacht. Seit Kindergarten schon, weiß ich nicht, nach dem Kindergarten, Grundschulzeit, ich weiß es nicht mehr genau. Hab angefangen halt zu schauen, Anime zu schauen und da war es mir eigentlich vollkommen egal, was da lief. Sei es jetzt irgendwie hier Fußball-Anime, sei es irgendwie Magical Girl-Anime, Doremi, Kickers, was auch immer. Hauptsache Anime und hab da eine sehr große Leidenschaft für entwickelt, bevor ich dann irgendwann zu MTV-Nacht-Anime übergegangen bin. Ja, Raffi, ich weiß, bei dir einige der ganz großen Animes von RTL 2 sind auch viel, was bei dir auf dem Kanal dann stattfindet. Ja. Die hast du auch über RTL 2 dann kennengelernt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da eigentlich so ziemlich alles geguckt. Angefangen mit Dragon Ball natürlich, wie bei fast jedem. Und dann hat man auch alles geschaut. Ich habe damals sogar Sachen wie Doremi geschaut, weil ich nicht wusste, wie man die Uhr liest. Und ich wollte Naruto schauen und das lief davor. Also habe ich alles geguckt. Aber ja, Naruto war dann ein ganz großes Ding damals. Das habe ich sehr, sehr gemocht. Auch wenn die Synchro manchmal ein bisschen komisch war, war das trotzdem sehr cool. Und irgendwann hat man den Bezug dazu verloren, wenn man älter wurde. Und dann später kam das halt alles wieder. Und
aktuell kann man ja wirklich alles überall gucken. Mhm. Ist ja wirklich klasse, wie sich das gewandelt hat. Aber es, tatsächlich, aber es hat echt wirklich auch viel getan. Also ich habe zu der Zeit, wo auch wirklich die Hochzeit von RTL 2 Anime, abseits von den Anfang der 90er, was natürlich auch ich als Kindheit da mitbekommen habe, Jugend, ich habe dann Anfang der 2000er dann nachmittags gearbeitet hauptsächlich. Und dann war es auch so, bevor ich dann zur Arbeit gegangen bin, schon mal in Ruhe aufwachen, entspannt und mal gucken, was das Herz der Karten macht. Das sah so ein bisschen aus. Wenn du Naruto hier sagst, Classic Naruto oder Shippuden, wo bist du mehr dabei? Oh, das ist eine ganz fiese Frage. Gehört nicht dazu, ne? Das ist ja, also das ist immer so teils, teils. Ich war teilweise, Shippuden ist cooler, weil da war der neue Staff. Dann, Classic hat aber auch schon seinen Charme, weil auch vieles anders war. Mittlerweile bin ich, beides hat seine Stärken. Ist ja eigentlich auch so der Naruto-Manga als ein Manga, aber beides hat seine Favoriten. Okay. Nee, nicht skippen, Guys, nicht Timeskip skippen. Guck, das bitte alles. Muss man immer sagen, weil die Leute skippen immer. Wie ist es mit Boruto? Ich möchte mich nicht dazu. Sympathisch. Nicht skippen. Also Leute, gehen wir zum Tagesgeschäft über. Und wer das Nerdquiz schon mal gesehen hat, wir werden wieder zwei Runden haben mit einer Fragentafel, die wir gleich vorstellen. Ich werde ein bisschen was zu den Kategorien erzählen. Jeweils 11 Fragen pro Runde jetzt, weil das Finale ein klein bisschen angepasst wurde. Wir haben nämlich nicht mehr die Schnellraterunde wie vorher, sondern wir probieren uns in verschiedenen Arten aus und haben gerade ein Bilderrätsel, bei dem ihr dann verschiedene Antworten aufschreiben könnt, dann für das Finale vorgesehen. Da gehen wir dann drauf ein, wenn es soweit ist. Aber lasst uns erstmal dann einsteigen mit Runde 1. Und wir werfen einmal einen Blick auf das Fragentableau. Heutigen Themen sind deutsche Intros, Zeit für ein Duell, Shonen, Frauenpower und Oldschool. Ich erkläre noch mal kurz, bei deutsche Intros ist es jetzt so, ich werde Lyrics vorlesen von verschiedenen deutschen Intros und ich möchte von euch hören, wenn ihr erkennt, aus welchem Anime diese Lyrics stammen. Ah. Der Anime ist Musst die Antwort. Auch singen? Nein, ich werde sie nicht singen. Ja? Das können wir vielleicht alle im Nachhinein machen und dann von der Nerdpolizei eingesammelt werden, weil sonst wäre es ein bisschen zu leicht vielleicht, aber ich versuche das so neutral wiederzugeben, wie es ist. Okay. Zeit für ein Duell ist nicht nur die eine Serie, an die wir denken, sondern es geht allgemein um Animes, wo Duelle im Mittelpunkt stehen, ob es mit Gegenständen oder Monstern oder anderen Sachen dann sind. Shonen, muss ich das erklären, oder wird? Was bedeutet Shonen? Junge Männer. Für junge Männer. Für junge Männer. Da geht's auch gerne mal hau drauf, ab und zu mal ein kleines bisschen. Frauenpower, gerade um RTL 2 Animes, wo dann prädominant es dann um Frauen geht. Da gibt's ja auch sehr, sehr viele Serien. Und Oldschool ist dann die eine Kategorie, wo dann meine Generation noch mal ein bisschen reingreifen kann. Aber ihr könnt ja eh durch die Wahl dann aussuchen, was ihr wählen wollt. Da geht's spezifisch um wirklich dann ganz, ganz alte Klassiker. Müssen wir gucken, je nachdem, wie das in eurem Interessenbereich liegt. Wir lassen den Zufallsgenerator laufen und schauen, wer die erste Frage wählen darf. Grün, das bedeutet Ruffy, du oder Raffi? Nee. Ruffy, Jolina. Ne? Ich bin doch nicht grün, Jolina. Nee, ich bin Ach, du bist grün. Oh, grün. Ey, wisst ihr was? Ja. Ich sehe, der Bildschirm an der Seite, das ist zwar orange, aber wenn ich von hier gucke, sieht der grün aus. Ah, ich benutze den Kontrollbildschirm. Ja, genau, ich sehe es nicht im Kontrollbildschirm, sondern abgeschnitten. Aber ich sehe nur grün und ich sehe hier bei Ruffy das hier drauf und dann, du hast absolut recht. Also Jolina, du fängst an, sorry. Ja. Meine Blindheit. Alles gut, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin großer, großer Intro-Fan. Ich liebe es, Intros und die Musik darum mir zu Gemüte zu ziehen. Aber Frauenpower ist halt auch ein cooles Thema, aber ich glaube, ich fange mit meiner Leidenschaft den deutschen Intros an und sage mal deutsche Intros 300. Oh. Deutsche Intros 300 Punkte. Ich lese, wie gesagt, etwas aus den Intros vor, von den deutschen Lyrics und ich will gerne den Anime wissen, der dahinter steht. Für 300 Punkte deutsche Intros, Hände neben die Buzzer. Ein Geheimnis in dir, Jolina? Inuyasha. Oha. Jolina, sagt Inuyasha, ein Geheimnis in dir ist zum Leben erwacht. Du weißt, es ist da, denn du spürst seine Kraft. Es begleitet dich durch Raum und Zeit in eine neue, fremde Welt. Fliegt durch die Zeit. Es ist Inuyasha. Yes! Fliegt yes. durch die Zeit. Ja. Inuyasha, genau, ein bisschen Rumiko Takahashi, geht ja ein bisschen immer. Ich bin ein bisschen mehr bei Ranma, muss ich ganz persönlich sagen, wobei Inuyasha natürlich auch viel Spaß gemacht hat. Persönlicher Liebling von dir, oder? Nee, gar kennst du es einfach also so gut? Ich hab's geguckt, aber ich habe jetzt so ein bisschen Anime-Intros nochmal so ein bisschen
gehört in der Vorbereitung. Und das ist einer der Lieder, die so richtig, die kicken so richtig. Weißt du, da stehst du so, du sitzt zu Hause und machst dir den hier. Die sind auch richtig deutsch. Ja, die sind richtig deutsch. Techno-Track noch. Ja, so, so Eurotrance-mäßig. Ja. Mochte ich. Ich mochte das Intro sehr. Ich muss sagen, du warst sehr schnell natürlich, aber ihr alle habt sofort reagiert. Ich hab die Angst ein bisschen, dass ich das Schwierigkeitsniveau da so niedrig gemacht habe. Nichtsdestotrotz 300 Punkte bei Julina aufs Konto. Yay. Du hast die erste Frage richtig und du darfst dir gleich die nächste Kategorie aussuchen. Ah, okay. Ja, ich habe gesagt, Frauenpower wäre auch mal was. Mach mal Frauenpower 200. Frauenpower auf 200. Das ist mal auch ganz praktisch, denn wir können gleich eine Schätzfrage dann ausprobieren. Das heißt, ihr dürft die Stifte in die Hand nehmen. Ich möchte gleich eine Zahl von euch wissen. Wer am nächsten dran liegt, kriegt die Punkte. Aber wer nicht richtig liegt oder nicht nah genug dran liegt, da werden sie nicht abgezogen. Ich möchte für 200 Punkte Frauenpower von euch wissen. Am 8. Januar 1995 startete in Japan die immer noch laufende Serie zu Chibi Maruko-chan. Wie viele Folgen wurden bis zum heutigen Tag ausgestrahlt? Ich kann das ja gar nicht einschätzen. Mhm. 1994? 8. Januar 1995 startete in Japan die immer noch laufende Serie zu Chibi Maruko-chan. Wie viele Folgen wurden bis zum heutigen Tag ausgestrahlt? Boah. Schreibt ruhig zu Ende, wenn ihr noch nicht habt. Der Buzzer ist mehr eine Empfehlung hier. Es läuft immer noch? Ich habe gar keine Ahnung. Es ist sehr interessant. Also ich kenne es ja auch immer so, weil es eine Serie ist, die ab und zu mal mitgelaufen ist. Es gab anscheinend wohl noch eine ganz ältere Serie, die hier aber nicht mit reinzählt, weil die wurde vorher schon in den 80ern dann abgeschlossen, deshalb so formuliert, von wegen 1995. Lass uns erst mal gucken. Julina, was hast du? Ich habe 550. 550 bei Julina. Wirt, was hast du? 1378. Und Raffi, was hast du? Ich habe 200, aber ich habe ehrlicherweise gar keine Ahnung. Okay, wo waren wir hier? Also, der korrekte Wert bisher in Japan wurden dann ausgestrahlt. 1203. Wow. Ich habe ein bisschen vermutet, weil One Piece, wann es gestartet hat, wann Conan gestartet hat. Und also ein bisschen abgeleitet. Die 1000 und dann noch mal ein bisschen dazu gerichtet. Wo wär One Piece? Haben die 1000 gerade durch? 1000 noch was, ja. Ja. 1028 oder so war das? Ja, kommt hin. Ja. Wollen wir durcheinander, wie viel sind noch mal die Folgen vom Anime bei One Piece und wie viele Kapitel sind rausgekommen? Weil manche auch in Manga-Kapiteln rechnen. Das ist natürlich auch wieder keine Frage. Ist ein bisschen zurück, aber da sind auch auf jeden Fall 50, 60, 70 Chapter mehr, glaube ich. Ja, aber ich hatte auch nicht gedacht, dass es so mega umfangreich die Serie ist, weil ich meine, davon wurde auch nur ein Teil lokalisiert hier, als es eben dann nochmal mitgelaufen ist bei RTL 2 und ist natürlich eher für eine bisschen andere Klientel, aber es sind ja auch Sachen, die dann durchaus unterhaltsam sind. Die Punkte, wenn ich es richtig gesehen habe, bei Wirt dann mit drauf. Sweet. Der Rest wird natürlich nicht abgezogen. Er wird. Du lagst richtig. Such die nächste Kategorie aus. Es ist Zeit für ein Duell. 300. Zeit für ein Duell. 300. Das ist die nächste Schätzfrage. Sehr gut. Hast du mich erwischt. Okay. Zeit für ein Duell. 300. Behaltet die Stifte gerne in der Hand. Ich möchte für euch wissen, für 300 Punkte. Welchen Angriffswert besitzt im echten Kartenspiel von Yu-Gi-Oh! Die Karte des blauäugigen weißen Drachen? Könnt auch so tun, als ob ihr nachdenkt. So. Der blauäugige weiße Drache mit dem eiskalten Blick. Das muss man noch hinzufügen, ne? Mhm. Der ist wichtig. Wir lassen das einfach mal zu Ende hier laufen. Ihr hattet ihr alle aufgeschrieben. Ich hab's bewusst hier weggelassen, der eiskalte Blick, weil das ist ja nochmal die Anime-Bezeichnung. Stimmt, der weiße Drache mit eiskaltem Blick, glaube ich, ist es. Ne? Und ich weiß, Blue Eyes White Dragon im Original wohl. Und die offizielle Bezeichnung ist wohl der blauäugige weiße Drache. Checken wir das mal aus. Julina, was hast du? 3200. Wirt, was hast du? 3000. 3000. Ruffy, was hast du? 3000. Es ist tatsächlich die 3000. Ja, wir können da einmal draufschauen. Ja. Blue Eyes, na cool, wir sehen das nicht, weil es hier ja, bei uns ist es ein bisschen abgeklebt hier, damit wir nicht zu viel von den Antworten sehen, aber vertraut mir, die 3000 muss stehen. Ruffy, wie ist es? Spielst du selber Yu-Gi-Oh? Ist es mehr dann durch die Seriennähe? Also damals viel geschaut, viel gesammelt auf jeden Fall, war ja genau mein Alter, damals, als das alles lief. Und jetzt, die letzten paar Jahre, wo wir ein bisschen mehr zu Hause waren, haben wir wieder mit meinem Cousin angefangen, ein bisschen privat zu sammeln, privat zu spielen. Also ein bisschen wieder drin. Mhm. Auch mit den neuen Karten? Auch mit den neuen. Ein bisschen kompliziert, aber hat seinen Charme. Ja, ich habe da Probleme mit. Also mit dem Linked und den Exis und so weiter. Der ist aber nicht so kompliziert. Muss man sich einmal trauen, ranzugehen, dann geht das. Okay, okay.
Haben aber Pendel fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung. Weißt du, haben wir noch unsere Dual-Disc hier? Wir hatten ja mal eine gemacht im Dreh. Wir haben eine. Ja, meine ich ja. Für Oli P., der damals Zeit, ich glaube, mit Alvin hat er sich mit Alvin, hier duelliert. Nichtsdestotrotz, Punkte bei Wirt und bei Ruffy. Dann einmal drauf. Das heißt 500 und 300 jeweils. Wirt, du hattest die Frage ausgesucht, du lagst mit richtig, du darfst die nächste Kategorie aussuchen. Shonen 200. Shonen für 200. Bitte nicht die nächste Schätzfrage. Nein, nein, es ist keine Schätzfrage. Okay. Shonen für 200, Hände neben die Buzzer. Ja, für 200 Punkte. In Dragon Ball Z berechnet Vegeta mit dem Scouter die Kampfkraft von Son Goku und sagt, sie liegt weit über 9000. Julina sagt 9000. Ich lese die Frage zu Ende. Welche Zahl nennt er in der deutschen Synchronfassung? Darfst du nicht mehr machen wie jetzt? Verdammt! Ja, darauf habe ich nicht gewartet. Davor habe ich, deswegen ja, habe ich gewartet. Ja, ich gewartet drauf. Verdammt. Ja. Es ist leider nicht die 9000. Ich habe es jetzt, bevor dann Akira Toriyama kommt und uns verkloppt, jetzt nicht den Clip noch mal für euch da. Es ist leider in der deutschen Fassung 8000 statt 9000. Warum? Die 9000er Meme, ist das so eine Fehlübersetzung in Amerika gewesen? Oder ich meine, 8000 ist ja, glaube ich, das Original auch, ne? Genau, 8000 war es, glaube ich, ja. Es ist, ich weiß auch nicht, warum wir es gemacht haben. Lippensynchron. Ja? War das Lippensynchron? Ja. 8000, 9000, 8000. Ja, irgendwie so. Also irgendwie habe ich auch ein Video gesehen, wo es dann erklärt wurde und da wurde gesagt, dass die 9 genommen haben, weil es dann irgendwie von Lippensynchron im Anime besser passt. Mhm. Ja, ne, also anscheinend gab es einen guten Grund dafür, im japanischen Original meine ich, war das auch dann eben die 8000. Die 8000 hat sich hier gehalten. Ich glaube, da noch mit der alten Stimme von Vegeta. SpongeBob. Ja. Der gute Santiago Ziesma. Guter Typ. Ja, war aber auch ungewohnt. Also ich bin auch okay mit dem Stimmenwechsel da, auch wenn der Herr Ziesma natürlich einen super Job in vielen Sachen macht. Vegeta war vielleicht nicht ganz. Also so ein Kampfzwerg, es geht schon, aber. Ja, ich glaube, im Französischen hat er so ein bisschen geklungen, deswegen haben die es dann auch so übernommen. Das könnte durchaus sein. Julina, ich muss dir leider die Punkte einmal abziehen. War etwas trigger-happy. Also, aber da sind wir bei 100 Punkten landet. Du hattest die Frage gestellt. Julina lag leider falsch. Ich gebe das Fragerecht noch einmal dann weiter an Ruffy. Ah, cool. Ich würde sagen, wir machen deutsche Intros 200. Deutsche Intros für 200 Punkte. Ich schätze Frage, aber ich habe ja nicht. Zwei Worte haben mir schon gereicht. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie schnell. Ich habe hier so viel aufgeschrieben. Hände nehmen die Vase für 200 Punkte deutsche Intros. Kennst du die Antwort? Wirt? Dragon Ball. Wirt sagt Dragon Ball. Ich lese zu Ende. Kennst du die Antwort, kennst du sie? Ob Mann, ob Kind, das Rätsel löst du nie. Fuck. Egal, so vieles bleibt geheim. Nur was das Herz sagt, kann wahr sein. Das hast du mit Absicht gemacht. Das war aber auch echt zu schnell von dir. Es war wirklich sehr, sehr fix. Ja. Ja. Weil das kennt ich. Da so, okay, kennst du das Geheimnis der Dragon Balls? Holy shit. Kennst du die Antwort? Kennst du sie? Wüsstet ihr beide? Ich glaube, ich weiß es. Klar. Wüsstest du, ja, du? Ja, ist doch Conan, oder nicht? Natürlich ist es Conan. Detektiv Conan wäre es gewesen. Hallo, mein Name ist Conan Edogawa. Ich bin seit 800 Jahren eines Elfjährigen oder wie auch immer dann gefangen. Ja. Müsste nur Fragen in meinem Kopf, noch keine Antwort entdeckt. Hörst du, wie mein Herz klopft? Die Wahrheit hat sich nur versteckt oder so. Irgendwie so versteckt. Ja. Ich hab ja mal tatsächlich ein Conan-Intro auf der Gitarre eingespielt. Es war aber eins der späteren. Welches? Mein Geheimnis. Mysterious Eyes, glaube ich, im Original. War zum Glück relativ leicht, aber ich mochte immer die Conan-Intros. Ja, die waren super. Mit aller Kraft, mit Leidenschaft. Mit aller Kraft. Bis auf das Para-Para-Intro, was ich überhaupt nicht verstehe, wo dann einfach im Vordergrund die ganze Zeit Para-Para. Ich glaube, das ist mit aller Kraft oder so. Nee, das ist das nicht. Das war eines der späteren. Das war so dieses so Hardcore-Techno-Ding so ein bisschen. Ja, das war das Hardcore-Techno-Ding, aber ich glaube, so das vierte oder fünfte, da so angefangen, Para-Para zu tanzen. Also, Wirt, danke für den Input. Wir ziehen die Punkte bei dir ab, Wirt. Ruffy, du hattest die Frage gewählt. Wirt lag falsch. Ich gebe das Fragerecht einmal rum, weil du nicht richtig lagst, an Julina. Ja. Zusammengenommen. Komm, wir machen mal Oldschool 200. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Oldschool für 200. Oldschool ist Oldschool, aber ich bin gespannt. Oldschool für 200. Hände neben die Buzzer. Ich möchte von euch wissen, um was für eine Art Tier handelt es sich bei Willy Fogg, der Löwe. Julina? Löwe. Julina sagt Löwe, der in seiner Serie vorhat, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Es ist ein Löwe.
Ganz genau. In 80 Days Around the World, natürlich hat auch ein literarisches Vorbild. Da hat er die, was ist das, eine Puma-Prinzessin? Nee, eine Katze. Das ist eine Katze, die er in Indien getroffen hat, ne? Romy heißt sie. Ja, du hast mal im Kopf. Das war eine Serie, die ich tatsächlich auch als Kind, zumindest in den früheren Ausstrahlungen gesehen habe. Und ich mochte die ganz gerne, muss ich sagen. Ja. Die haben immer dieses Tanzintro gehabt, wo sie dann auch so gehen die ganze Zeit, ne? Ich weiß nicht, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe mich nur so ein bisschen informiert. Du hast dich ein bisschen informiert. Aber ist gut. Nicht so gut vorbereitet. Okay, sag einfach, ich habe es gesehen als Kind, das gefällt mir sehr, sehr gut. Okay. Hab's gesehen, ja. 200 Punkte bei Julina mit drauf. Du sagst richtig, du wählst die nächste Kategorie. Ein paar Fragen haben wir noch in Runde 1. Ach komm, Oldschool lief gerade so gut. Mach mal Oldschool 300. Oldschool für 300. Hände neben die Buzzer. Für 300 Punkte möchte ich von euch wissen. Wenn man den japanischen Namen dieser Anime-Serie direkt ins Deutsche übersetzt, dann lautet der Sternenmusketier Bismarck. Wird? Saber Rider. Saber Rider. Star Sheriff. Okay. Also, wie wurde diese Serie für das deutsche Fernsehen umbenannt? Saber Rider and the Star Sheriff ist korrekt. Das ist aber wirklich old school. Es müsste, glaube ich, noch irgendwas vom Spielzeug hier sein, das Cover oder so. Also, sie sehen ein bisschen anders aus. So Fireball erkenne ich nicht so ganz wieder. Ich brauche jetzt nicht anfangen mit Colt und Fireball und Saber Rider und sowas. Wer der Hauptcharakter ist. Ruffy, irgendeinen Bezugspunkt dazu gehabt, weil das müsste wirklich Oldschool vor deiner Zeit gewesen sein. Die Oldschool-Kategorie lasse ich, glaube ich, ganz sein. Julina, du hast gewusst in deiner Recherche, oder? Nein. Nein. Sternenmusketier Bismarck. Es war ja so, wir, weiß nicht, ob da irgendwann mal drüber gesprochen haben, vor lange, langer Zeit oder so. Es war in verschiedenen Märkten waren ja unterschiedliche Leute die Hauptcharaktere. Ich weiß, dass Colt in Amerika eher als der Hauptcharakter war, Fireball in Japan, wir hatten hier Saber Rider in Deutsch. Ja, also der Typ Deutsche. Mit der. Ist er Deutsch, Saber Rider? Ich glaube, das soll der Deutsche Klaus-Dieter Saber Rider. Klaus-Dieter Rider. Direkt dazu. Saber Rider mit Bismarck. Wirt, Punkte bei dir aufs Konto? Nice. Dira 300, damit liegst du gerade vor mit 600 Punkten, Julina und Ruffy noch mit 300. Wir haben noch einiges an Fragen vor uns, du suchst die nächste aus. Frauenpower 300. Frauenpower für 300. Hände neben die Buzzer, für 300 Punkte möchte ich von euch wissen. Frauenpower. Laut dem Manga und Anime Kamikaze Kaito-Jan soll die titelgebende Heldin die Reinkarnation einer berühmten historischen Figur... Ruffy? Jeanne d'Arc? Ich lese zu Ende. Einer berühmten historischen Figur aus dem echten Leben sein. Welcher Jeanne d'Arc ist korrekt? Ich das hätte natürlich auch Johanna von Orléans gelten lassen, glaube ich. Ich glaube, das, oder? Müsste doch sein. Johanna von Orléans. Ja, so der, die deutsche Bezeichnung, aber Jeanne d'Arc. Ja, das stimmt. Muss aber sehen, wie kommst du von Jeanne d'Arc auf eine Kamikaze-Diebin? Warum Kamikaze ausgerechnet auch noch? Ja. Das war die Zeit, wo aber auch recht viel, also zumindest als das zuerst, ich glaube so Anfang der 2000er in Deutschland gelaufen ist, wo viel einfach durch Detektiv Conan mit rübergeschwemmt wurde an solchen Diebesgeschichten. Ja? Und da passt das ja nochmal mit dazu. Magical Girl geht immer, muss man sagen. Ruffy, Punkte bei dir aufs Konto. Kommen ja gleich noch die anderen Magical Girls. 600 Punkte und du darfst die nächste Kategorie dir aussuchen. Ja, wir sind noch Runde 1, danach gilt das ja alles doppelt, ne? Genau, drei haben wir, glaube ich, noch. Drei Fragen in Runde 1. Ich glaube, ich gehe ganz klassisch in Shonen für 100. Shonen, wir schonen uns mit Shonen für 100. Hände neben die Buzzer, für 100 Punkte möchte ich wissen. Der Vorläufer von welcher weltberühmten Anime- und Manga-Serie trägt den Namen Romance Dawn? Wird? One Piece. Weißt du, das ärgert dich umso mehr wahrscheinlich, aber es ist 100 Punkte und es ist sehr, sehr leicht. One Piece ist korrekt. Natürlich. Glaube ich, hier sehen wir was aus der, die haben das ja nochmal innerhalb der Serie nochmal aufgegriffen. Genau. No? Wir haben da zwei Special-Folgen gemacht zu dem Originalding, was man vorher hatte, und da das nochmal so aufgegriffen. Das ist so ein bisschen so die Eckdaten. Roman Storm war ja so, war nicht ganz ein One-Shot, glaube ich, zwei Geschichten oder so, die daraus gemacht wurden. Da waren so die Grundzüge von Ruffy und anderen Charakteren schon mal vorhanden. Ich hatte es damals in der Banzai gelesen, da war ja das erste Kapitel da drin und da hatte Ruffy zum Beispiel noch die Narbe unterm Auge gehabt und, und Nami hat irgendwie noch einen ganz anderen Namen, etc. Noch vor dem Timeskip sah sie noch ein bisschen anders aus. Hat sie längere Haare, ne? Ja. So ist es. So ist es genau. Das aber da hat Starts der schnelle Finger ausgemacht und wird die 100 Punkte gehen bei dir aufs Konto.
Bisschen haben wir noch in der ersten Runde. Du suchst dir wieder die nächste Kategorie aus. Zeit für ein Duell 200. Zeit für ein Duell für 200. Hände neben die Buzzer. Für 200 Punkte möchte ich von euch wissen. In der Pokémon-TV-Serie ist Pikachu das erste Pokémon von Ash Ketchum. Welches Starter-Pokémon wählte aber sein Rival wird? Evoli. Wählte aber sein Rivale Gary Eich. Und die richtige Antwort ist Shigi. Wollte ich schon sagen. Ja. Ja. Ah, wirklich. Also ich meine, alle Quellen, die ich gesehen habe, haben mir Shigi genannt und nicht Evoli, aber ich möchte natürlich dann auch nochmal das Expertenwissen hier daran holen, nicht, dass ich mich irgendwo verschätze. Ich meine, es war auch Shigi. Das kann natürlich sein, weil ich habe jetzt irgendwie noch einen späteren Kampf im Kopf, wo er dann gegen Ash gekämpft hat, ja, und da hat er sein Evoli eingesetzt. Und Evoli hat er dann auch in den Spielen, weshalb ich dann davon ausgegangen bin, dass es dann Evoli ist. Aber wenn es da jetzt sogar ein Bild gibt, dann würde ich mal sagen, dass es Shigi Wobei, ist. Wobei, er kann natürlich etliche Pokémon. Ich meine, also in der Recherche, wo ich geguckt habe, wurde Shigi immer hier genannt. Und ihr hättet auch wahrscheinlich einen Shigi gesagt. Du hast Shigi gesagt. Ich meine auch, es ist Shigi gewesen. Evoli hat recht früh in den Openings, war auch immer ein bisschen mit Evoli, genau, als wäre das so ein Pikachu. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, es war Shigi. Evoli hat er, glaube ich, recht früh bekommen. Wie halt im Spiel. Ich glaube, da kriegst du Evoli auch im dritten, vierten Orden. Oder? Wir behalten uns das einmal kurz auch im Hinterkopf, was diese 200 Punkte angeht, weil ich nicht zu 1000 Millionen % während der Moderation hier nochmal das dritte Gegenchecken machen kann, aber das gucken wir noch mal. Falls ich falsch liegen sollte, wollen wir die 200 Punkte vielleicht nachträglich dann noch anrechnen. Okay. Die 400 eher, weil es werden ja jetzt 200 abgezogen. Ach ja. Bomb. Vergessen wir nachher. Das vergessen wir nachher. Also wir haben, wie viel haben wir? Wir haben jetzt gerade 10. Das heißt, eine noch. Eine ist noch über. Du lagst falsch, hattest die Frage gewählt, deshalb darf Ruffy dann einmal aussuchen. Cool. Zeit für ein Duell 100. Zeit für ein Duell für 100. Hände neben die Buzzer. Ich möchte für 100 Punkte von euch wissen. In welcher Anime-Serie beginnen Duelle meist mit dem Ausspruch Let it wird? Beyblade. Ach. Er wusste es nicht, erst mal, Mann. Ja. Was hast du geguckt, bevor ich war gerade dabei. Hättest du den Satz gestopft, hätte er es nicht gewusst. Ja. Ja. Ah, schade. Mit dem Ausspruch Let it Rain. Oh. Nein, let it rip. Es ist natürlich Beyblade. Eieieiei. Gibt's immer noch. Olli hat mir gesagt, in der Schule seines Sohns ist es wieder in. Ist es wieder in? Doch. Wow. Ich habe meine Beyblade-Geschichte hatte ich schon tausendmal erzählt, wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Um einkaufen, ne? Ja, in der ganz Kurzfassung, ich war einkaufen gerade, gehe raus aus dem Supermarkt und ich höre nur Let it rip! Und spüre da so was, dass irgendwas mir ans Bein schlägt und es war ein Beyblade-Kreisel. Also entweder wurde ich gerade von Kindern mit Beyblades angegriffen oder ich bin direkt in ihre Spielstation da reingelaufen. Ich nehme mal Letzteres an. Mhm. Ja. Wirt. Ja, das hat nochmal Punkte bei dir aufs Konto gebracht. Dera 600. Und wir haben einen vorläufigen Zwischenstand, wenn ich mich nicht verzählt habe. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die erste Runde ist vorbei. Ruffy und Wirt liegen mit 600 Punkten vorne. Julina gerade aktuell noch 300. Aber ihr habt euch sehr eng im Punktefeld hier gehalten. Wir machen einen kurzen Break. Und wenn wir wieder zurück sind, geht's weiter mit Runde 2. Bis gleich. Wir sind wieder zurück im Nerdquiz, Thema RTL 2 Animes, Animes, die auf RTL 2 gelaufen sind. Bevor wir die nächste Runde ausrufen und da weitermachen, wir haben natürlich nochmal den Stein des Anstoßes, das Shigi, was uns da reingegrätscht hat, nachrecherchiert. Und tatsächlich, also ich kann es nicht mit 1000% sagen, weil ich lese hier einmal vor von bisafans.de. War das die? Aha. Ja, oder war das die Seite, die ihr nicht nehmt? Nein, bisafans ist korrekt. Bisafans sind cool. Okay, Charaktervorstellung, Gary Eich. Die Frage nach Garys Start-Pokémon lässt sich wohl nicht zu 100% beantworten. Doch da Gary in der Silberkonferenz ein hochentwickeltes Turtok einsetzt, kann man davon ausgehen, dass Gary als Start-Pokémon ein Shigi wählte. Deshalb ist wahrscheinlich Shigi überall nochmal vermerkt. Okay.
Ja, es ist natürlich streitbar in dem Punkt, so wie die Frage formuliert war. Ich hoffe, dass sie hier in der Runde aber dann akzeptiert, weil Evoli wäre so oder so dann falsch gewesen. Klar. Ja? Ich wollte es aber nur noch mal konkret klarstellen. Mea culpa, und nächstes Mal formuliere ich die Fragen noch konkreter. Und mehr auf Bisa-Fans unterwegs. Mehr auf Bisa-Fans. Ja, es ist das, was ich lerne. Bisa-Fans.de, vielen Dank, dass ihr uns gerettet habt. Aber jetzt ist es Zeit für ein Duell, aber auch für Runde 2. So wie immer. Und ich darf meinen Magic Move machen, nämlich verdoppelt die Punkte. Huiuiuiui. Die Explosion. Wo ist die Explosion? Die Explosion kostet extra. Das können wir uns nicht mehr leisten. Heutzutage. Oh nein. Aber wir schauen noch mal kurz. Ihr habt euch prädominant so ein bisschen in den niedrigeren Gefilden. Ich glaube, das allerhöchste, was wir hatten, ist 600. Das heißt, ihr habt noch super hohe Punktewerte über, die jetzt teilweise mit 1200 und bis zu 2000 Punkten jetzt drin sind. Nochmal 11 Fragen, die jetzt hier über sind. Die letzte Frage, die wir gerade hatten. Boah, ich bin schon auch hier komplett durcheinander. Was hatten wir denn jetzt hier? Let it rip. Let it rip war die letzte. Ja, richtig geantwortet. Und du hattest richtig geantwortet. Ja, ich hatte es richtig gehabt, genau. So war das. Genau, Ruffy hatte es. Jetzt hör mal auf damit, bringe dich hier durch. Ruffy, du willst die nächste Kategorie dann. Nein, der hatte das schon nicht. Wirklich? Ja. Bring mich doch jetzt nicht durcheinander. Ich bin alt. Das war ich von mir. Wirt, will die nächste Kategorie. Und nerv mich. Oldschool 2000. Oldschool. Okay. Oldschool für 2000. Okay, Hände neben die Buzzer für 2000 Punkte. Holy shit. Also, 2000 Punkte, ich fange an zu lesen. Die Comicfigur Calimero wurde in den... Fuck! Julina? Die wurde in einer italienischen Werbung schon verwendet. Ich glaube, um 1960 drumherum. Was ist deine Antwort? Einfach ganz viel Antworten geben. Eine Waschmittelwerbung. Eine Waschmittelwerbung. Ich lese die Frage zu Ende. Holy shit, das war ein 200 IQ-Move. Die Comicfigur Calimero wurde in den 70er Jahren Star einer japanischen Anime-Serie. Aus welcher italienischen Stadt stammt das kecke Küken laut dem deutschen Intro? Fuck. Das wird eh nicht mehr gelten, Wirt, aber du kannst es. Calimero. Aus wie viel? Küken aus Calimero. Küken aus Calimero. Falsch! Was? Aber leider, Julina, du leider auch falsch, weil es ist nicht die Frage. Was ist denn Calimero für eine Stadt? Küken aus Calimero. 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 Küken aus Palermo. Küken aus Palermo. Palermo. Ich dachte, Calimero ist, wenn du... Fantasiestadt. Ich bin so dumm. Du hast noch nie von Palermo gehört, Ich dachte, das wäre eine Fantasiestadt, deswegen Calimero. Calimero? Calamari. Calamari-Wrestler. Calimero aus Calamari. Julina, ich respektiere deinen Enthusiasmus. Ja, ja, ja. Shit. Und es hätte tatsächlich in die Richtung gehen können, weil das könnte auch eine alternative Frage sein, die man da stellt. Aber tatsächlich war es hier nach der Stadt, wie sie im Intro dann genannt wird. Das wären 2000 Punkte plus gewesen. So sind es leider 2000 Punkte minus. Nee. Nee. Aber richtig gut. Ja, ich. Du hast dich wirklich schlau gemacht. Ja. Ja. Holy shit. Holy shit. Gleich geht's los mit so einem Brecher hier da. Also wir. Dodge the Bullet. Du hast die Frage gewählt. Hast nochmal die Bullet gedodged. Ja, auf jeden Fall. Junita lag leider falsch. Wir geben mal Ruffy das Fragerecht weiter. Okay, dann gehen wir mal 1200 in deutsche Intros rein. 1200 für deutsche Intros. Hände neben die Buzzer, 1200 Punkte deutsche Intros. Jeder Tag sieht anders aus, breite deine Flügel aus. Wir sind schon weit geflogen und landen auf dem großen, bunten Regenbogen. One Piece. Ruffy sagt One Piece auf dem großen, bunten Regenbogen. One Piece ist korrekt. Oh. Absolut richtig. Ich war mal kurz unsicher, aber der Regenbogen hat's gemacht. Eins der späteren Intros auf jeden Fall. So. Ich bin ja mehr dann One Piece. Dü, dü, dü. Na, 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 na. Aber würdest du, wenn du One Piece schaust, ist es dann überhaupt noch in Deutsch oder hättest du das Intro da gesehen? Weil ich meine, in den meisten Fällen, klar, die deutschen Synchros sind ja auch immer sehr gut, aber die sind ja häufiger mal hinterher. Mhm. Wie konsumierst du denn One Piece am ehesten? Gibt's da, ist das über Crunchyroll oder ist das da überhaupt? ProSiebenMax. ProSiebenMax? ProSiebenMax, deutsche Fassung. Crunchyroll hat dann die Subs damals natürlich immer geschaut auf Deutsch. Ich finde auch heute noch die deutsche Synchro hat sehr viel Charme. Gerade auch in den Filmen kommt das sehr oft zur Geltung, dass man das nochmal dann so erlebt. Aber meistens ist halt der Manga und dann
die Anime-Folgen mit Untertitel. Aber deutsche Synchro macht echt einen sehr, sehr guten Job, allgemein und gerade bei One Piece in den letzten Jahren. Ich muss das auch eben sagen, ist ein bisschen, bei Videospielen ist ja auch immer so ein bisschen die Diskussion und ich habe irgendwie so ein bisschen das Problem, bei Videospielen ist es okay, aber englische Synchro, das passt bei Anime für mich überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, das, wo ich aufgewachsen bin. Deutsch finde ich mehr als okay und die machen wirklich seit vielen, vielen Jahren auch immer wirklich einen tollen Job in allen verschiedenen Sachen, auch Dragon Ball und das andere absolut fantastisch. Aber wenn dann entweder Japanisch mit Untertiteln, aber Deutsch kann ich mir auch immer sehr gut geben. Das ist zumindest meine Perspektive. Ne? Ja. Raffi, 1200 Punkte bei dir aufs Konto. Ich darf ja noch 1800 gerade im Moment. Und du wählst die nächste Kategorie. Ja, ich habe ein bisschen Sorge hier. Aber egal, machen wir 2000 deutsche Intros. 2000 deutsche Intros. Oh Mann. 2000 deutsche. Da freue ich mich drauf. So, Leute, ich versuche mich zu konzentrieren. Ich hoffe nicht, dass ich. So, Konzentration, Gregor, das musst du einfach ruhig vorlesen, da passt alles. 2000 Punkte deutsche Intros, Hände neben die Buzzer. Oh fuck, es geht schon los. 2000 Punkte. Aus großer Entfernung erkennt man dich. Den Po kann man verstecken, aber nicht so ein Gesicht. Julina? Das ist Dr. Slump? Ja. Julina sagt Dr. Slump. Ich lese weiter vor. Den Po kann man verstecken, aber nicht so ein Gesicht. Das ist etwas, was man wirklich selten sieht. Dein Kopf ist ein Wunder der Anatomie. Die größte Rübe der Galaxie. Es ist Dr. Slump! Und sie ist korrekter Mundo. Oh, Julina hat sich wieder reingekämpft. Dr. Slump, ein Favorit von mir, aber ich bin auch Toriyama-Fan, muss ich sagen. Ich habe mich sehr gefreut, als die Mangas damals auch endlich mal übersetzt wurden. Ich bin auch, also ich muss sagen, bei all dem Dragon Ball Z und den anderen Sachen, die später gekommen sind, klar, Fighting und alles schön und gut. Ich mag die Comedy von den alten Sachen ganz gerne. Und da passt Dr. Slump auch sehr rein. Ist es im Zuge deiner Recherche oder hast du ein bisschen was von Dr. Slump hier gesehen? Ich erinnere mich noch so grob, dass ich ein paar Folgen gesehen habe. Das ist, da war ich noch relativ jung und ich habe, also es sind alles so vage Bilder. Ich weiß, dass ich das gesehen habe, aber ich erinnere mich an gar nichts mehr. Okay, du hast dich aber an genau das Richtige erinnert, woran du dich erinnern musstest das und kriegst die 2000 Punkte wieder drauf. You're back in the game. Das war alles extra, damit das hier Fair Play ist und dass wir noch Konkurrenzkampf hier haben. Krass. Nett von dir. So, ich kann den Schwierigkeitsgrad kann ich immer aufdrehen, habe ich das Gefühl. Leute mit Erfahrung dann hier. Aber Julina, du lagst richtig, du willst die nächste Kategorie. Da, Frauenpower 2000. Tschüss. Frauenpower für 2000. Hände neben die Buzzer. Für 2000 Punkte möchte ich von euch wissen. In der deutschen Fassung welcher Anime-Serie wird der Satz Naschkatze will Reiskuchen als Passwort verwendet? Wird? Sailor Moon. Wird sagt Sailor Moon. Naschkatze will Reiskuchen. Wir zeigen natürlich jetzt nicht die Szene, damit nicht Frau Naoko Takeuchi dann einmal vorbei. Aber Sailor Moon ist absolut korrekt. Das stimmt. Ja. Luna sagt das im Arcade-Automaten. Genau, und dann irgendwie. Hey. Du weißt auch noch genau, in welcher Szene es ist. Ich glaube, Artemis antwortet dann irgendwie, Naschkatze mag Reis, matschigen Reiskuchen, irgendwie was anderes. Weiß es gerade. Irgendwas mit matschig ist es auf jeden Fall. Aber Naschkatze will Reiskuchen als Passwort wird in Sailor Moon verwendet. Da kommen die 2000 Punkte bei Wirt auf das Konto mit drauf. Ich habe damals zu der Zeit, als Sailor Moon hier ausgestrahlt wurde, meine kleine Schwester war damals um den Dreh so 3-4 Jahre alt. Und ich habe tatsächlich damals, als ich an der Uni gewesen bin, die den Videorekorder programmiert, damit die Folgen aufgenommen werden, damit sie die dann gucken kann später. Mir gemeinsam das habe ich noch ein bisschen bei spezielle Erinnerungen und sowohl ich war mit Nostalgie um die Serie drumherum. Ich habe vor ein paar Jahren noch mal in die Folgen reingeschaut. Ja. Es sieht wunderschön aus, aber storytechnisch sehr schlecht gealtert. Ich will mal in die Runde einmal kurz geben. Favorite Sailor Krieger. Was? Habt ihr beide noch? Ich habe es nicht geguckt, aber wenn dann, ich glaube Neptun oder Venus, eine von den beiden. Aber ich habe es nie so richtig geguckt. Das Sailor Moon war nie so richtig meins. War nie so ganz deins. Wobei Neptun, ja, kann man sagen. Ja, doch schon. Nee, leider gar nicht, auch nicht. Es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich habe Kamikaze und die bin gesehen, Dodomi habe ich gesehen, noch ein paar andere Sachen. Wanda. Ja, aber das kenne ich, glaube ich, auch noch. Ja. Oh, er singt es gleich vor. Ja, aber Sailor Moon tatsächlich, nee, ist ja, okay, muss man ja auch nicht dann unbedingt haben. Aber weil ich mal für Bunny oder für Usagi, glaube ich, wie sie ja im Original ist, habe ich auch immer ein bisschen, also hatte mal Spaß gemacht, aber ich muss sagen, hier. Sailor Mars Fistbump. Ja, Mann, Sailor Mars. Ja, so wie sie es gehört. Nee, stimmt, ich habe ja den Eiskunstlauf-Wettbewerb. Aber du warst Sailor Moon. Ich war Sailor Moon. Aber Ray's Bay. Das war aber natürlich, hat sich besser angeboten. Es gab kein Sailor Mars-Kostüm, was ich mitnehmen kann. Ja, Punkte bei Wirt auf dem Konto. Du hast damit 2600, hast dich tatsächlich an die Spitze
ganz schnell gehebelt. Und du suchst die nächste Kategorie dir aus. Old School 1200. Old School für 1200. Hände neben die Buzzer. Für 1200 Punkte möchte ich von euch wissen, wie heißt der Charakter, der in der deutschen Synchronfassung des Sports-Anime Die Kickers im Tor wird? Mario. Wird, sagt Mario, der im Tor der titelgebenden Mannschaft stand. Raffi, du hast auch gebuzzert. Du hättest es Mario, ja. Mario. Ich hab's auch gewusst. Aber es hätte auch Victor sein können, wenn du plötzlich sagt, über den Kickers, bei den Teufeln. Ja. Es sind nicht die roten Teufel des Kaiserslautern, glaube ich, aber die Teufel bei den Kickers. Der hatte mal, der Teufeltorwart hat immer sich so abgesprungen von den Pfosten, oder? Ja, war das nicht so? Ja, mit der Mütze und den langen Haaren und alles. Aber es ist in der deutschen Version Mario. Der gute alte Mario und ey, diese Namen, die sie für die Westfassung gefunden haben, ja. Mario, Kevin und das Wichtigste. Sascha! Ich wollte Gregor sagen. Nein, Sascha ist der Beste. Sascha ist Aber da geh ich mit. Ja. Sascha ist MVP. Ja, dann Shoutout an meine Geschwister, die mir das komplette DVD-Set zum Geburtstag mal geschenkt haben. Hast du auch eine Gregory-Puppe? Na, du meinst Gregory die Grille? Ja. Ja, nee, die hab ich leider nicht. Obwohl meine Geschwister sich auch sehr kaputt gelacht haben, als die Dragon Ball-Folge gelaufen ist. Mit die auch im Manga war, ne? Also der Charakter. Nee, ja, der war nicht im Manga. Die habe ich dementsprechend beim Kaio, oder? War die Grille, Meister, oder? Kaio. Ja. Meister Kaio war sie dann mit dabei. Nichtsdestotrotz, Punkte richtig liegend bei Wirt auf dem Konto. 1200 kommen noch auf. Du hast 3800 gerade Wirt. Und du hast wirklich gegambelt. Du willst aber die nächste Kategorie. Oldschool 200, ich will es fertig haben. Oldschool für 200. Hände nehmen die Buzzer. Für 200 Punkte möchte ich von euch wissen, welcher Anime-Serien-Charakter tanzt den Po-Boogie-Woogie denn Wirt? Ja. Shin-Chan. Tanz den Po Boogie Woogie, denn das macht ihn froh, Boogie Woogie. Shin-Chan ist korrekt. Ich hätte mal, wenn ich schwieriger die Frage formuliert hätte, hätte ich wohl nach seinem richtigen Namen gefragt. Shinosuke Ohara. Shinosuke, ne? Ohara, ja. Ja. Das stimmt. Aber es ist ja wieder ein bisschen moderner, da gerade ja auch ein Videospiel dazu rausgekommen ist. Durchaus nettes, habe ich auf der Switch jetzt so einige Stunden gespielt. Sehr entschleunigt. Ferien in einem japanischen Dorf macht man da mit den kleinen Kindern. Shin-Chan ist bei uns im Haushalt auch ein ganz großer Hit gewesen. Heute noch nennen wir Geschwister unsere Mutter Mopsi. Oh. Deswegen. Hast du auch eine Fräulein Uma gehabt? Uma! So schön. Wirt, Punkt auf dein Konto. 200, du hast die 4000 voll gemacht. Und gucken wir noch mal drauf. Wir haben über noch vier Fragen, die wir wählen. Eine davon willst du, Wirt, jetzt. Ich muss taktisch jetzt spielen. Deutsche Intros 200. Deutsche Intros für 200. Ich wusste, dass diese Kategorie voll gemacht wird, hätte ich schon mal geahnt, ne? Deutsche Intros für 200. Muss ich auch die richtige Kategorie mehr angucken. Hände nehmen die Buzzer. Für 200 Punkte. Siehst du, wie das Eis zerbricht, kannst du das Raffi? Dragon Ball. Kannst du das Feuer sehen? Wir müssen den Kampf bestehen, sonst unsere Welt wird sonst irgendwann untergehen. Dragon Ball. Chala, hey Chala, ist machen. Alles. Das ist kein Job mehr. Ja, ich weiß. Ich hab mir dann mal Kies genommen, also. Was Einfaches zum Einstieg, fast am Ende vom Quiz. Oh, sogar aus dem Spiel. Mhm. Ja, sicher ist sicher. Ne? Auch hier Toei. Naja, Toei, mit dem wollen wir uns nicht handeln. Kann man nie so richtig dann sicher sein. 200 Punkte bei Raffi aufs Konto. Das ist ein Fortnite-Typ. Oh, mach das nicht. 2000, jetzt bei dir drauf. Raffi, du suchst dir die nächste Kategorie aus. Ach ja, genau. Ja, Frauenpower, du siehst sowieso ab. Ich nehme Shonen 600. Shonen für 600. Hände nehmen die Buzzer. Ich möchte für 600 Punkte von euch wissen. In was verwandelt sich Ranma ein Halbcharakter? Wird? Oh. Wird? In ein Schwein. What the f? Okay, in was verwandelt sich Ranma ein Halbcharakter Ryoga Hibiki, wenn er mit kaltem Wasser in Berührung kommt? Nice, ich wusste! Wie konntest yes. Es gibt 8 Millionen Ranma-Charaktere. Yeah. Wie bist du auf Ryoga gekommen? Weil für 200 wär's, in was verwandelt sich Ranma? Aber Ryoga war für mich so naheliegend, weil er einfach der Best Buddy von ihm ist. War das Ryoga ist der Rivale, genau. Okay. Der von dem gleichen Synchronsprecher von Ruffy gesprochen hat. What the fuck? What the fuck, Wirt? Also jetzt schätzt du auch noch mal die Punktewerte ab und gibst Vorahnungen ab. What?
Ist das hier so eine JoJo-Anspielung? Ja. Die Gedankenpower. Jetzt haben wir nochmal hier Davy 5041 mit dem Bass, ne? Einmal hier. Ja, es ist Ryoga mit dem kleinen schwarzen Schwein. Holy shit. What the hell wird's? Oh. Ja. Da, ich brauch eine Raucherpause davon. Ich rauch nicht mal, wenn es so weitergeht. 600 waren das, ne? Ja. 600 Punkte bei dir auf das Konto, 4600. Und aua, du wählst die nächste Kategorie. Wir haben noch ein bisschen. Drei Fragen noch. Frauenpower 200? Frauenpower für 200. Hände nehmen die Buzzer. Frauenpower für 200 Punkte. Ich will von euch wissen, welche Anime-Serienfigur kann laut dem deutschen Intro lachen wie die Sonne wird? Mila. Lachen wie die Sonne über dem Fujiyama. Jo. Es ist Mila, Mila Superstar natürlich. Ist sie das? Mila kann fliegen. Superstar. Mila kann fliegen irgendwann. Wie diese Schwalbe über dem Fujiyama. Sind die Schwalben? Irgendwas? Ja, ja. Weiß nicht mehr. Mila kann. Irgendwann ist sie ein Superstar. Ah, ja. Irgendwann ist sie ein Superstar. Immer am Ball. Okay. Ich glaube, wir werden schon cringy genug hier. Wir machen am Ende den Gesang dann den gemeinsamen. Gibt's eine Karaoke-Abteilung? Haben wir das? Doch, ich habe beim Karaoke hier. Du hast es längst gemerkt, ja, es ist noch lange. Ja. Es macht auch Spaß, muss man sagen. Das sind die besten, wenn man dann mal auf irgendeiner Convention oder sowas ist, die Autofahrten dahin und Anime-Intros volle Pulle ballern. Jede Dosenbeats-Party, wenn Schröck dann damit anfängt. Absolut. Er sagt ja endlich mal, ich will diese Techno jetzt einfach, aber hier Anime-Intros. Ja, ja, können alle mitnehmen. Das passt richtig. Punkte? Ich hab's komplett jetzt aus dem Auge verloren. Ich glaube, du wie jetzt hattest. Ja. Richtig, ne? Haben wir bei dir draufgeschlagen. Wir haben noch zwei Fragen, die ausgesucht werden. Jetzt kannst du nicht mal so taktieren, weil es ist nur hochpreisiges über. Frauenpower 1200. Frauenpower für 1200. Hände nehmen die Buzzer. Für 1200 Punkte möchte ich von euch wissen. Wie lauten in der deutschen Synchronfassung die drei Vornamen der Kisugi-Schwestern aus der Serie Ein Supertrio? Oh, Hände sicherheitshalber weg. Es sind auch 1200 Punkte. Fuck, ich hab zwei von dem im Kopf. Wie hieß sie denn nochmal? Ein Supertrio. Ein Supertrio. Ketzei. Nope. Nee, da bin ich raus. Also die deutschen, also aus der deutschen Synchronfassung die drei Vornamen der Kisugi-Schwestern. 5, 4, 3, 2, 1 und vorbei ist es. Welche beiden Namen hättest du denn im Kopf? Love-I und Hitomi. Love und Hitomi hättest du. Ja, die haben I tatsächlich in Love hier umbenannt. Mhm. No? Heutzutage würdest du wahrscheinlich eh I lassen, no? in der deutschen Synchronfassung. Der dritte Name, der dir gefehlt hat, war Nami. Nami. Oh. Damn it. Es war die andere Nami. Ja. Die andere Nami. Die große Schwester. Ja, Ketsai oder ein Supertrio. Ziemlich Oldschool-Serie. Ist es Tsukaja Hojo gewesen oder wer hat die gemacht? Das, oder war das der City Hunter-Typ? Der City Hunter-Typ. City Hunter war es. Ja. No? Nächstes Jahr im Crossover mit Lupin III. Mhm. Eine Serie um, ja, ein Diebestrio, was Kunstschätze raubt, die aber dafür da sind, damit sie den Weg zu ihrem verlorenen Vater dann wiederfinden. Und sie werden von einer Art Proto-Rio Cyber, glaube ich, gejagt, der mit der einen von den, mit Hitomi zusammen ist. Ja, gesehen, ja genau, ein Bulle. Sehr, sehr schöne Serie für ganz alte Leute, die damals jung waren. Ja. Leider keiner die Antwort gegeben wird. Ja. Du hattest gebuzzert, lagst dabei nicht richtig. Wie viele Fragen haben wir denn noch? Eine haben wir noch. Fragerecht wandert einmal weiter zu Ruffy. Du suchst ja auch. Was so bleibt über? Punkte. Ich muss schon eine 2000er nehmen. Ja, ich gehe 2000 schonen. 2000 schonen. Ui, ui, ui. 2000 Punkte. Kategorie schonen. Hände nehmen die Buzzer. Das letzte der regulären Runde ist jetzt hier. Ich möchte 2000 Punkte von euch wissen. An welchem Tag im Jahr, laut dem uns geläufigen gregorianischen Kalender, hat der Anime- und Manga-Superstar Naruto Uzumaki wird? 10. Oktober. Wird, sagt 10. Oktober. Naruto Uzumaki Geburtstag. Woher weißt du, dass es der 10. Oktober sein könnte? Weil ich es letztens gesehen habe und die dann am gleichen Tag der Bleach, die neue Bleach-Serie erschienen. Ja! Also die Fortsetzung Thousand Years Blood War kam am gleichen Tag raus wie an Narutos Geburtstag. Und das waren so zwei Zufälle, die ich zufällig gelesen hatte. Und das ist die Eselsbrücke, die dir diese komplett falsch. Nein, das ist natürlich. Oh Gott! Habe ich eine Panik gemacht jetzt gerade. Aber du hast es, Ruffy, hast es auch gewusst. Ja, ich jetzt auch gewusst. Zum einen wegen Twitter, weil es halt jedes Jahr wieder gepostet wird. Und zum anderen, weil in der Serie ja das auch nochmal
Thema ist, dass der Geburtstag hat am Ende der Serie und dann nochmal Tschüss gesagt wird. Und das bleibt einem auch so ein bisschen hängen als Fan. Ja, ich hatte auch nochmal einen Clip gesehen, also in der Recherche, weil es ist natürlich etwas, du kannst nie genau sagen, hat es mal der Autor mal gesagt. Ja. Und das bestimmt, es wurde auch wohl in der deutschen Synchronfassung auch der 10. Oktober genannt, aber es könnte vielleicht ein fanübersetzter Clip sein, ich weiß ja nicht, ne, ob da jemand selber drüber gesprochen hat. 10. Oktober ist aber hier vermerkt und der 10. Oktober ist damit korrekt. Wird 2000 Punkte bei dir drauf. Und wir haben einen vorläufigen Zwischenstand damit erreicht. Das sind die drei übrigen Fragen, die wir haben. Ganz, ganz großen. Ich hätte euch sonst die Dr. Slump-Frage nochmal gestellt, weil es einfach so, weil ich wollte einmal mit dem Po und dem Gesicht das vorlesen. Und dann bin ich davon. Wäre außerhalb des Wettbewerbs gelaufen. Aber vorläufiger Zwischenstand. Julina hat sich in die Pluspunkte gekämpft mit den 300 nach sehr viel Wagnis. Ruffy hat gerade 2000 Punkte. Wirt hat 6008 Punkte, hat sich einigermaßen nach vorne gearbeitet. Wir haben aber noch ein bisschen was, was wir in der Endrunde machen können, was am Ergebnis noch drehen kann. Und was genau das bedeutet, sehen wir nach einer kleinen Pause. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück beim Nerdquiz RTL 2 Anime Special mit dem Finale. man kann mich auch für Kindergeburtstage buchen. Frag einfach mein Management. Es ist Zeit für ein Finale, Ausrufezeichen. Und wir gucken nochmal auf den vorläufigen Zwischenstand. Hier, wir haben Jolina momentan mit 300 Punkten, Raffae mit 200 Punkten. Wirt hat sich 2000. Entschuldigung, 200, ja, 2000 Punkte. Aber hier wieder mein Blickwinkel. Yeah, okay. Dein Bildschirm sieht grün aus und mir fehlt der letzte Part mit der Null. Deshalb habe ich die komische Zahl genannt mit 2000 Punkten und Wirt aktuell mit 6008 Punkten. Kann sich tatsächlich jetzt noch einigermaßen ändern, denn wir haben schon ausgeführt, die Endrunde sieht diesmal ein bisschen anders aus. Keine Schnellraterunde mit Fix-Buzzern, sondern ich erkläre es einfach für euch. Ihr werdet gleich ein Video sehen und da sind 6 Bilderrätsel mit dabei. In diesen Bilderrätseln sind aus den ganzen Serien, die gerade vorgekommen sind, hier Charaktere mit dabei. Und diese Charaktere sind verfremdet worden. Ihr habt 15 Sekunden Zeit pro Charakter jeweils und ihr sollt aufschreiben, welcher Charakter es ist und aus welcher Serie. Ah, okay. Aus Serie auch noch? Ja. Okay. Oh Gott, also, aus Punkt, Punkt, Punkt. Ich akzeptiere, wenn es so Name und Vorname ist, dann auch ein. Na, also ihr müsst jetzt nicht dann den Nachnamen suchen, wie es jetzt ist. Aber ihr solltet eigentlich genug Zeit haben, das aufzunehmen und einmal kurz zu schreiben. Ihr dürft auch, nachdem ihr fertig seid, ich werde nicht sofort die Zettel einsammeln, sondern ich gebe nur noch ein bisschen, um das zu vervollständigen. Okay. Im besten Fall wäre das aber so, nochmal zeige ich das nicht. Wenn ihr richtig liegt mit dem Charakter, kriegt ihr 400 Punkte plus. Wenn ihr falsch liegt, kriegt ihr 400 Punkte minus oder gar nichts da reinschreibt. Und das rechnen wir dann gegen, weil da kann durchaus mal ein Unterschied zwischen 2-4 plus und 2-4 minus dann insgesamt entstehen, wie wir es haben. Worüber denkst du nach, Wirt? Ich bereite mich gerade mental vor. Du bereitest dich gerade mental vor. Ja. Also wie gesagt, ich möchte gerne wissen, ihr seht das verfremdete Bild. Wir werden es nach und nach auflösen, nachdem ich die Zettel eingesammelt habe. Aber ich will den, welcher Charakter ist es, aus welcher Serie? Schreibt es dann einfach in die entsprechende Zeile. Die Nummer seht ihr dann jeweils immer mit dabei. Okay. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, wir starten mit dem Finale. Viel Erfolg. Charakter Nummer 1. Sehen wir hier ein buntes Potpourri. Ah, es wird notiert, es wird geschrieben. Charakter Nummer 2. Haben wir am Start. Ich werde mich inhaltlich nicht über das Gesehene auslassen, weil das wäre unfair. Wir sind bei Charakter Nummer 3. Wer könnte es sein? Wer könnte es sein? Sekunden jeweils. Charakter Nummer 4. Ich bin komplett aufgeschmissen. Ich bin mega aufgeschmissen. Das ist mega schwierig. Es wird gefragt, es wird gedacht, es wird geraten.
Charakter Nummer 5. Zwei haben wir noch. Es wird notiert. Und abschließend Charakter Nummer 6. Hier mit am Start. Oh Gott, meine Handschrift. Ihr dürft noch gleich in Ruhe zu Ende schreiben. Nur ihr seht natürlich nichts mehr, denn... Ziemlich knifflig, aber ich gebe euch noch ein bisschen zum Atmen. Denkt nochmal drüber nach, wenn ihr da was notiert habt. Wie gesagt, wenn ihr nichts da stehen habt, gilt das als nicht richtig beantwortet. Aber schreibt gerne noch was fertig. Aber ja, wir sind gerade in der Teste der Übungsphase. Mal sehen, wenn wir schon so erfahrene Leute jetzt hier drin haben, können wir den Schwierigkeitsgrad ein klein bisschen hochdrehen. Das ist hart. Echt hart, ja. Mhm. Also entweder weißt du sofort oder du hast absolut keinen Clou. Ja. Mhm. Ey, was habt ihr bei 4? Jetzt hören wir auf. So, Leute, ja. Wenn ihr fertig seid, packt die Stifte gerne neben dran. Wir machen einen kleinen Break und wenn wir zurück sind, lösen wir es auf. So, die Zettel sind eingesammelt. Ich habe alles hier vor mir. Ich sehe erschöpfte und angestrengte Gesichter als auch Hirne. Ich spüre es jedenfalls, die Wellen. Ja. Denn davon ausgehen, wir haben die Zettel jetzt hier und wir machen das eben so, dass wir nach und nach jeden Charakter hier durchgehen und dann schauen, was habt ihr und Plus- und Minuspunkte dann anrechnen. Gucken wir aufs erste Bilderrätsel. Da sehen wir eine Struktur. Mit der 1 dann dahinter, Julina, du hast geschrieben, Shiggy aus Pokémon. Okay. Wirt hat Frankie aus One Piece, nochmal korrigiert. Mhm. Und Ruffy hat Frankie aus One Piece. Wir lösen auf und es handelt sich um Frank. Es ist Frankie aus One Piece. Ich glaube, ein bisschen so der Indikator. Man hat natürlich also diese mega riesigen Arme da oben dran. Der hat auch öfters mal unterschiedliche Haarstile, ne? Ist es nicht so? Genau. Iro gab vorher, ne? Der Iro vorher gab. Nichtsdestotrotz, das heißt, wir ziehen einmal 400 Punkte bei Julina ab und rechnen 400 bei Wirt und Ruffy dazu. Mit dabei. Wir gehen zum zweiten Charakter. Und da haben wir einmal von Julina Ray aus Beyblade. Wir haben, Wirt sagt, Katara aus Avatar. Ja. Ja. Und Ruffy hatte keine. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte irgendwas Eismäßigen wegen dem Blauen, aber ich war voll. Ich wusste nicht mal, ob die Form jetzt überhaupt, ob das nur das Farbmuster ist oder ob das die Form auch ist. Also, I don't know. Aber Ray ist doch rot. Hatte nicht, aber der Sailor Mars ist. Aber egal, wir werden es ja gleich sehen. Ja. Also, wir lösen einmal auf. Nummer 2 ist. Ach komm, Sasuke! Sasuke! Oh, come on! Okay. Das hat. Und deswegen hasse ich deinen Bruder! Aber mein Bruder mag mich. Ja, eigentlich schon. Ja, das schwarze Outfit, okay. Na, fies. Das scheiß wie dumm noch. Und natürlich ja, das. Fies. Ja, man hat hier natürlich auch noch mal den Move hinten dran. Das war noch mal eher ein bisschen in die falsche Richtung. Dann denken nichtsdestotrotz leider keiner von euch die richtige Antwort. Das heißt, wir ziehen reihum dann 400 Punkte ab. Wir gehen zum nächsten Charakter. Und wir sehen hier. Ach, jetzt weiß ich's! Oh boy! War das das mal? Ach, jetzt sehe ich's! Also beim nächsten Charakter, wir haben hier keine Antwort von Julina und von Ruffy. Wirt hat geschrieben, Giorno Giovanni aus Jojo. Das ist alles okay. Wer glaubst du, wer das? Fucking Muten Roshi. Fucking Muten Roshi. Das ist ein Schildkrötenpanzer an seinem Hemd. Das ist natürlich Muten Roshi. Hallo, der Kamisenin. Hallo, hallo, ich bin oval wie eine Schildkröte und sage hallo, hallo, hallo. Leider auch hier keine Punkte für alle. Er hat den Dragon Ball mit den Dreien um den Hals hängen. Zählt aber nicht. Oh, da ja, Nummer 3. Perfekt, habe ich mir so gedacht. Müssen wir leider Punkte bei euch allen dann abziehen. Alter. Wäre Jojo eine Serie, die auf RTL 2 laufen würde, oder ist das zu hart? Nee, würde nicht auf RTL 2. Oder ist das so zusammengeschnitten, wie die Naruto mal gemacht haben? Das war ja, also die war ja schon. Ich hatte sie auch als Fansubs gesehen vorher und dann, als sie im deutschen Fernsehen einerseits. Ausnahmsweise mal ein sehr schlechtes deutsches Anime-Intro, muss ich sagen. Das erste Naruto-Intro. Legendary. Nein, das ist sehr, sehr schwierig. Aber super gecuttet und das, ich weiß nicht, ne? Warum strahlst du das überhaupt so auf? Ja, ja, sehr geschnitten. Ja, sehr viel Blut und so weiter, Gewalt, Tod gibt es nicht, sondern wird nur besiegt. Alle werden in den Sack gepackt und entführt.
Wir gehen auf der Nummer 4 drauf. Lass uns dann einmal weitermachen. Da sehen wir Verfremdet. Wusstest du? Ah. Wir haben einmal Julina Tyson aus Beyblade. Ja. Wirt hat durchgestrichen. Er wusste es nicht. Und Ruffy hatte leider da auch nichts stehen. Wir lösen einmal auf. Das ist Ray. Look at this. Ich hätte die ganze Zeit dahin schauen sollen. Ja, ich habe nämlich auch auf dem Bildschirm sah nämlich am Anfang das Bild auch so ein bisschen von der Farbe anders. Deswegen habe ich Shiggy gesagt und dann habe ich da gesehen, oh, das sind ganz andere Farben. Aber ist das so? Ich finde ja, aber die Perspektiven sind es wahrscheinlich so ein bisschen wieder. Ja. Das müssen wir aber dann nochmal auschecken, wenn du dann andere Farben bekommst, weil das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Indikator ist, wie gut man sowas erkennen kann. Leider keiner die richtige Antwort gehabt, deshalb ziehen wir nochmal 400 Punkte bei euch allen ab. Wir, das ist so ein schlimmes Finale. Ja, ja, ja. Aber wir fallen alle durch. Also. Das ist das Dark Souls-Finale. Ja. Das ist das Dark Souls unter den Nerdquiz-Finals hier. Ja, Snap on me, Gregor. Aber ich sehe nicht das Sailor Moon-Kostüm an. No? Oh, wir gehen auf das fünfte Bilderrätsel und da sehen wir eine Gestalt. Ich hoffe, liegt auch nicht falsch. Also wir haben hier bei euch allen tatsächlich das Gleiche stehen, nämlich Kogoro Mori oder Mori entsprechend von Detective Conan. Wir lösen einmal auf. Yay. It is the sleepy Detective Kogoro Mori für alle 400 Punkte. Yay. Auf das Konto dann mit drauf. Nicht, dass sie gleich wieder weg sind. Und eines haben wir noch über und dann schauen wir auch einmal auf das Bilderrätsel. Relativ viel Helles, aber da sehen wir ein paar Farbkleckse und ein paar Formen. Ihr habt hier tatsächlich auch alles gleich stehen. Dreimal Schwester Joy aus Pokémon. Wir lösen auf. Ihr liegt richtig, es ist Schwester Joy. Wie ist die Polizistin nochmal? Rocky. Polizistin Rocky und Schwester Joy. Ja. Ja, waren das alle Zwillings- oder Fünflingsschwestern? Ich weiß, dass Rocco war immer relativ. Die waren alle verwandt miteinander. Ja. Aber ja, ob sie alles Geschwister sind, weiß ich gerade nicht. Die haben vielleicht die gleiche Schminke benutzt, deshalb seien sie für ihn nicht. Man weiß nicht, aus welchem Klonlabor die entflohen sind, aber. Ja, das ist Storyline für die nächste Staffel, für die 40. oder so. Ash hat mittlerweile mal ein Turnier gewonnen, habe ich gehört. Ja, das zählt nicht. Nach 100 Jahren. Was? Das zählt nicht. Wieso nicht? Oder hat er wieder gewonnen? Ich weiß nicht, was er letztes Turnier gewonnen hat, aber es ist wie. Wie ist das? Aber er hat doch in Sonne und Mond doch gewonnen. Da ist auch Pokémon-Meister. Aber das war so, wie wenn du Kreisliga gewinnst. Wenn ich mich nicht irre, aber ich finde, die Orange League ist viel schlimmer, weil es die überhaupt gar nicht gibt. Ja, das ist Filler League. Das ja, siehst du? Also lasst uns erstmal bei all der Pokémon-Diskussion nicht vergessen, dass wir euch allen nochmal 400 Punkte draufgeben. Knapp. Und damit ein amtliches Endergebnis haben. Julina mit minus 500 Punkten leider anstelle 3. Ruffy hat 2000 Punkte, den gleichen Punktewert ins Finale rein und auch wieder raus. Und Wirt liegt vorne mit 6800 Punkten und hat das RTL 2 Anime Nerdquiz gewonnen. Mit einem, ja, aber es sind auch Erfahrungswerte für mich, je nachdem, wie knackig die Fragen oder das Bilderrätsel dann entsprechend sein kann. Es ist nochmal was Anspruchsvolles am Ende gewesen, das gebe ich natürlich unumwunden zu. Ne? Ich bitte euch da draußen aber auch gerne, gebt mir gerne Feedback nochmal drunter. Das war jetzt so unser erster Aufzeichnungstag, wo wir mal getestet haben und geschaut haben. Ich glaube, das hat noch Zukunft. Wir werden noch ein bisschen dran schrauben und gucken, wie wir da weitermachen. An allererster Stelle möchte ich mich aber bei meinen wunderbaren Kandidaten bedanken. Ich finde es super, dass hier vorbeigekommen sein, dass wir uns mal hier mal mit dem Hobby ein bisschen auseinandersetzen konnten. Also Julina und Wirt, ihr beide macht natürlich weiterhin den Nani-Podcast. Habt ihr eine regelmäßige Ausstrahlung? Einmal im Monat. Einmal im Monat, immer den ersten Sonntag des Monats. Ja. Ja, irgendein großes Thema oder ist es mehr so Potpourri gerade mit verschiedenen Sachen? Immer die neuesten Themen, Potpourri-mäßig. Ja, Potpourri, also das, was wir gerade so gesehen haben. Wir sind natürlich, jetzt ist gerade spannend, die Herbstseason ist angebrochen. Da ich gucke fast jeden Anime der aktuellen Season gerade an. Da wird es auf jeden Fall in der nächsten Folge viel zu erzählen geben. Mhm. Und Ruffy, dein Upload-Rhythmus, hast du noch regelmäßig wirklich, wo du sagst, ey, das sind meine Tage, wo ich was dann online stelle? Wie sieht das aktuell bei dir aus? Zwei Kanäle jeden Tag, so wie wir es versuchen. Mhm. Und Hauptkanal Samstag 12 Uhr ist so mein Sendetermin. Mhm. Hast du noch mal ein paar Empfehlungen, abseits von den Sachen, die du natürlich behandelst und dann zeigst, was man so neu anime-technisch im Blick behalten sollte? Was jetzt noch rauskommt? Was jetzt noch rauskommt oder was du vielleicht aktuell noch mal mitbekommen hast? Also Empfehlungen ist natürlich immer cool. Also Spy Family ist ganz cool, ist ein bisschen Layback, einfach nur genießen, nicht? Das ist ganz nice. Blue Lock, ein Fußball-Anime, ich glaube, Deutsche sind immer ganz gut vertreten mit, dass man da Blue Lock ist ganz cool. Sonst Bleach ist zurück.
Das, da muss man natürlich viel aufholen, aber lohnt sich. Ich meine, er wusste den 10. Oktober den Geburtstag von Naruto nur durch Bleach, deswegen sollte das ja schon alles heißen. Das ist interessant. Bleach ist so ein bisschen, das ist die eine von den drei großen, wo ich nicht so richtig reingekommen bin. Ja, das wird aber bei uns auch nicht so gut gepusht wie, ne, in anderen Ländern. Bei uns war es ja eher so Naruto, One Piece und dann hat damals noch Dragon Ball. Mhm. Bleach hat ja nicht so viel Liebe bei uns bekommen. Bin mal gespannt, aber danke dir für die Tipps. Ihr seht natürlich auch nochmal hier die Podcasts, die YouTube-Kanäle. Dir bringt's wahrscheinlich ein bisschen was, aber wir tun's mal. Findet ihr da nochmal verlinkt dann unten. Ich sag dir nochmal, ich habe ja, glaube ich, kurz erwähnt am Anfang der Sendung, dass es potenziell auch noch die Night of Champions dann geben wird. Und das ist dann der Preis, den es später geben wird. Du darfst es schon mal in die Hand nehmen. Du bist ja auch schon einmal, mindestens einmal Champion gewesen. Ja, da fehlt's nochmal. Da fehlt's nochmal. Das dritte Mal hier stehen. Okay. Der Kollege, der den Nerdquiz gehört, für uns netterweise bereitgestellt hat, hat mir auch schon neue Endplates geschickt, die ich dann entsprechend dann anpassen werde. Da wirst du die Möglichkeit haben, wir diesen auch dann nochmal hochzustrecken. Wir werden gucken, wer dann in den nächsten Folgen jeweils zu den Themen. Machst du jetzt den Muten Roshi, wollte ich gerade sagen. zu den Themengebieten noch in ihren Spezialgebieten dann gewinnen wird. Und wir gucken dann, dass wir so gegen Ende der Staffel oder zumindest nach einiger Zeit so eine Night of Champions Folge dann machen. Nichtsdestotrotz, danke nochmal an euch. Wie gesagt, danke nochmal an euch da draußen. Und wir bedanken uns natürlich auch speziell an das ganze große Team hinter den Kulissen, ohne die das alles hier nicht möglich wäre. Supportet uns auch gerne im Support as Club. Es macht es uns möglich, dass wir so viele Formate wie diese hier auch für euch umsetzen können. Wenn ihr schon macht, sagen wir extra Danke und sagen Tschüss alle. Bis dann.